mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Okay, Leute, wir gucken ein kleines Video von Fresh Ducks Duo. Sam vs. White Parodie, die Aussetzung Folge 1. Let's go. Wir gucken rein. Oh, haben die eigenen Merch oder was? Schicki Bricki. Oh, wir sind so aufgeregt. Wir hoffen, euch gefällt unser erster Merch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr ihn jetzt auf freshtagsduo.de bestellen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, aber 10% vom Merch gehen dann auch mal auf mich, weil ihr macht hier mit meinem Content auf meinen Nacken hier quasi die Klicks. 10%? Komm, mach mal 20%. 20% vom Umsatz vom Merch geht an mich. Sonst gehe ich zum Anwalt. So. Hä, ist das 3D jetzt? Hä, warte mal. Hä? Das war doch gerade 3D. Okay. Fritz, du machst sie. Ob das so eine gute Idee ist? Du machst die Rede. Du hast das Ding hier erfunden? Ich trau mich nicht. Was soll ich machen, Fritz? Dann mach ich halt, ne? Erstmal ganz kurz hier die Charaktere abchecken. Wieder stark getroffen, ne? Wie bin ich? Ja, bei mir ist gut so, ne? Das passt. Ja, ja, ja. Körperform ein bisschen komisch, aber das ist ja bei allen so. Knossi wieder on point hier mit seinem Outfit. Ansonsten sehr gut getroffen alle, ne? Ist schon stark. Ist schon stark gemacht. Schau mal, es geht los. Ey, mach den Kopf runter. Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen. Viel Vorbereitung gehabt. Viel psychisch. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Scheiße, Alter. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck. Was, Spoilerwarnung? Wie Spoilerwarnung? Es ist doch Folge 1 nur. Wir gucken weiter, scheiß drauf jetzt. Auch ohne Essen, das kann man schaffen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Habt keine Angst, die Angst ist was Gutes. Hä? Wie jetzt? Ja! Ich will mich ja nicht selbst loben, aber anscheinend treffe ich immer die richtigen Worte da. Ihr fragt euch bestimmt, was wir beide hier zu suchen haben, oder? Erinnert ihr euch noch an unsere Bewerbung? Frech Ducks? Du? Ist es eine ernst gemeinte Bewerbung überhaupt? Es ist ja mehr so ein Spaßding gewesen, oder? Eigentlich nicht. Wir hatten das ernst gemeint. Das ist jetzt gerade schwer einzuschätzen. Weil für mich war es jetzt keine wirkliche, wir machen wirklich eine Bewerbung, wir wollen wirklich daran teilnehmen. Aber das war ja jetzt quasi eine Spaßbewerbung. Es ist ja nicht, ist jetzt keine ernsthafte Bewerbung. Doch, wie gesagt. Unangenehm. Jetzt einfach so stehen lassen. Warum hat er uns nicht ernst genommen? Wir gehen da trotzdem hin. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Dem zeigen wir es. Oha. Seven vs. Wild Teams. Die Boote fahren los, beeil dich! Oh Mann, warum muss ich den Sack tragen? Oh, das war der Super Mario Sound. Stark. Sekunde, meine Mutter. Mutter, ich hab hier keine Zeit, weil ich bin voll hier drin, ich hab keine Zeit. Mutter, ich bin fix und fertig mit Nerven. Knossi und Sascha. Also ich habe jetzt schon richtigen Hunger und ich freue mich jetzt schon auf das Abendessen. Boah, das wird anstrengend. Diese Staffel wird anstrengend. Ja, boah. Ja, lecker. Ja, das mag ich. Das kann man essen? Ja, ich glaube schon. Ehrlich, aber normalerweise ist das so. Also ich habe gelernt, erstmal ein bisschen probieren vielleicht so, aber doch nicht gleich das ganze Ding fressen. Man weiß ja nie, was passiert. Boah, Freunde, ich habe echt gute Bauchschmerzen. Sascha. Stark. Ey, dieser Blick sagt ehrlich. Das ist wie Urlaub, ja? Das ist wie so echt... Ach, ist unvorstellbar. What the fuck? Schaut euch das an! Wo bist du? Ja, da links! Hä? Ey, jetzt dreh ich gleich. Jetzt werd ich blöd. Ich werd jetzt blöd. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab mich hier eingeschlossen, ich Idiot. Okay, neu. Jetzt Plan B. Oh, so, jetzt bauen wir Brücke. Jetzt hab ich's. Sascha, ich bin ins Wasser gefallen. Die Schuhe sind nass. Sascha. Das ist dumm, Alter. Schatz. Ja, kann sein, dass jetzt hier schon Voice Lines irgendwie aus Folge 2 genommen werden. Alles gut. Habe ich noch nicht gesehen, aber wir gucken das jetzt trotzdem.
Schau dir das an. Bären! Bären! Das sind sie. Die können wir essen. Schau mal. Alter, hallo? Alles voll mit Bären. Lass uns gehen. Das müssen wir uns echt nicht weiter ansehen. Wir müssen Fritz finden. Oh. Warum beißt du mir da auf die Unterlippe? Guten Morgen. Boah, guckt euch das an. Strahlend blauer Himmel. So, was macht man morgens nach dem Aufstehen? Natürlich erstmal Zähne putzen. Ich gehe nochmal ganz schnell Pipi machen. Survival Martin und Fritz Meinecke. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was da jetzt wirklich in dem Moment war. Zähne putzen? Wir haben doch gar keine Zahnbürste mit, oder? Na, wir werden es ja sehen, wenn wir uns Folge 2 angucken. Hier ist alles voll mit Spuren. Alles voll. Hier ist eine Spur. Seht ihr? Tack, 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 tack. Ja. Hier ist eine Spur. Tack, 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 tack. Und schaut mal hier. Tack, 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 tack. Hier ist eine Autobahn. Wenn du Johannes wärst, welchen Spot würdest du Fritz geben? Oha. Das sind alles Spuren? Gut, wir haben es mit dem Wolfsrudel zu tun, ne, bei uns. Ja, warte mal. Martin? Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Siehst du's? Alter, willst du mich verarschen? Trimax und Trumatra. Scheiße, das ist Trimax, versteck dich! Hier auf der Insel ist gut. Wir haben Wasser, wir haben Fische, wir haben immer Essen. Ey, gut! Ja, hier ist ja alles. Das ist geil. Kann man das irgendwie schon verwandeln zu irgendwas Geilem? Und wie levelt man jetzt hier denn? Ja, ich muss jetzt da schnell hin und pissen. Okay. So trinkt noch so. Trimax und Rumatra. Trimax und der andere. Mies. Oh. Alter, guck mal, was ist das? Kann man die essen? Denkst du, man sieht uns? Ich glaube nicht. Töten wir die? Wir töten die nicht, nein. Wieso nicht? Warum willst du die jetzt töten? Essen. Oh, da freue ich mich nur auf die richtige Szene. Hey, guck, was sie da gefunden haben. Die, Rumatra, das ist unser Essen jetzt. Fuck, die meinen uns. Renn um dein Leben. Ich will nicht sterben. Ogre macht Ogre-Sachen, verletzt sich gleich, pass bitte auf. Oh, Martha ist wirklich sehr gut getroffen, ne? Das ist eine zweite Flasche! Jetzt mal nimm mit, komm, steck ein. Digga, guck mal, die Behälter an! Ja, ja, du hast recht! So, wir sind wieder zurück. Das ist unser Loot bisher. Unglaublich viel Schnüre, ein Helm, den man eigentlich mitnehmen hätte dürfen. Zwei Wasserflaschen, krass. Das Ding mit dem Seil drin, eine Isomatte und ein richtig fluffig geiler Sitzball. Und so ein riesiger Hochofen zum Feuer richtig anheizen. Ich muss mies auf Toilette. Ehrlich? Ja. Papa Platte und Reese. So, wir sind wieder da. Ich hab mich beeilt tatsächlich. Warum muss eigentlich jeder als erstes pinkeln? Digga, ich piss mir gleich in die Hose. Ich hab richtig Durchfall. Seit Stunden. Ich kann nicht mehr. Jetzt, ich kann wirklich nicht mehr. Ich find's halt witzig, wie es so gewisse Elemente gibt und du erkennst sofort die Leute, ne? Also, weil, guck mal, die reine Kopfform ist ja immer gleich. Die Augen sind auch immer gleich, ne? Aber irgendwie so, es gibt so ein paar Elemente, die irgendwie gemacht werden und schon erkennst du sofort, wer es ist. Ist irgendwie lustig. Das ist doch zum Kotzen! Du musst dich beeilen. Auch ich halt ohne Stimme. Ja. Wir müssen jetzt hier auch mal ein bisschen, ne? Bleib entspannt, bleib ruhig. Das ist Martin. Survival Martin hier rechts. Nämlich ja, ich kann auch nicht schneller. Eigentlich müssen wir da rüber. Aber wenn da einer von uns reinfällt, ist GG. Ja, komm, Bruder, lass machen. Und? Kannst du Fritz sehen? Oh, Scheiße. Kompletter Fuß ist nass. Hast du gesehen, wer das war? Jetzt reicht's mir. Komm, du schaffst es, Tiger. Oh, das stinkt. Ist das so geil, aus meiner POV. Fortsetzung folgt. Ich habe gerade schon mal rausgefunden. Ich habe hier einen Stein gefunden. Und hier gibt es ja kein Kaugummi und nix. Hast du so einen leicht salzigen Geschmack dabei? Alter, was? Fühlt sich an wie Kaugummi kauen. Was war das denn für eine letzte Szene? Johann frisst einfach so einen Stein oder was? Ah, herrlich. Ja, cooles Video. Was mir gerade nochmal generell einfällt, wann ich die Videos eigentlich am besten finde, ist, wenn quasi die Voicelines aus verschiedensten Situationen von unterschiedlichen Leuten genommen wird und daraus, ich meine, klar, das ist halt das Schwierigste, aber daraus neue Geschichten konstruiert werden. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn du einfach nur eine Situation hast, die quasi so real existiert
Und du nimmst halt einfach die Voice-Dinger von da und zeichnest dann. Ist so ein bisschen so, ja, kenne ich ja schon. Aber lustiger ist ja eigentlich, wenn du mit den Voice, mit unterschiedlichen Voice-Lines von unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Zeiten plötzlich so was ganz Eigenes, Neues kreierst. Ja, aber ist natürlich auch super aufwendig. Ja, schaut gern bei den Jungs vorbei. Daumen nach oben.